Hi, ich grüße euch. Heute wieder ein kleines Kurzvideo zum Equipment, das ich auch schon länger nutze. Ging immer darum, welche Sessel nehme ich, nämlich so größere. Und ich will immer relativ kleine Sachen haben, weil ich die dann am besten unter meiner Bodenplatte verstaue, weil ja vorne beim Berlingo ist ja unten so ein freier Bereich, wo die Bodenplatte drüber geht. Da kann man relativ viel verstauen und da passt das natürlich optimal rein. Und das zeige ich euch kurz, weil es wird mich direkt wieder dabei begleiten, wie schnell das geht. Weil ihr seht ja die Sachen oft in irgendeinem Shop, Amazon, wie auch immer, aber wisst nicht wirklich, ob es dann prickelt ist. Ihr müsst es bestellen und stellt dann fest, nee, ist nicht wirklich was für euch. Also, hier habe ich so einen Faltsitz, das ist ein Hochlehner. Ich habe auch noch einen mit einer niedrigen Lehne, aber heute nehmen wir den Hochlehner von Pivanuk Normani Outdoor Sports. Und den bauen wir jetzt auf in Lifetime. Ja, wo ist der Reißverschluss? Da braucht man schon eine halbe Stunde dazu. Ich hoffe mal, dass die Speicherkarte hält, weil das ist das Problem. Also, hier, das ist so ein Faltmechanismus, wie, ihr kennt es vielleicht bei so Wanderstöcken, die Faltwanderstöcke, wo ich auch welche habe. Und ja, einfach zack, geht relativ simpel, springt teilweise von selbst rein. Und hier habt ihr dann das Grundgestell. Zack, dann auf den Boden stellen. Dann hier das ganze Teil, da ist sogar ein Kopfpolster mit dabei. Und dann wird es hier einfach eingefädelt. Number uno. Und hier einfädeln. Na, mal da drüber. Runterziehen. Hier in das Teil hier rein und hier rein und der Sessel ist fertig. Voilà! Und man kann wirklich sehr bequem drin sitzen, wie ich finde. Der ist relativ niedrig, so war es auch mein Wunsch, dass man schön in der Sonne sitzen kann. Dann habe ich so einen niedrigen Tisch noch. Hier kannst du dein Fläschchen reintun, deine Getränke. Ja, und das war's schon wieder in der Kürze. Wenn es euch gefallen hat, das Video, und ihr sagt, Mensch, solche Videos möchte ich gerne noch mehrfach sehen, dann gerne einen Daumen hoch erstmal, dann ein Abo hinterlassen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt öfter mal solche Videos und relativ schnell informiert werden, dann einfach die Glocke drücken, dass ihr eben sofort als einer der ersten Info bekommt, wenn es wieder ein neues Video dieser Art gibt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Campen. Ciao.